Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Stando Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde FIFA 23. Und wir sind ja gerade in dem Deutschland-Verein, beziehungsweise für die EM-Qualifikation, denn wir haben noch nie in einem Video, glaube ich, die EM gespielt. Da habe ich mir gedacht, machen wir doch jetzt hier mal wieder ein Video drüber. Außerdem ist das Video auch schon länger her, wo ich hier mal gespielt habe. Wir sind irgendwie auf der rechten Seite, fragt mir nicht warum. Das Spiel wollte es anscheinend so. Ein wichtiges Spiel, ein mit Spannung erwartetes Spiel, ein Spiel, das ja uns mit Sicherheit nicht... Ich hoffe, es wird auf jeden Fall geil. Zuschauer zu einer hoffentlich spannenden Begegnung. Ihr beiden Kommentatoren. Es kann leider wieder hier zu Streaming-Problemen kommen, weil irgendwie in letzter Zeit irgendwie hier Xbox Probleme mit dem Streaming-Dings hat. Ich weiß es nicht, also irgendwas mit dem Streaming-Dienst ist nicht so ganz geil. Aber ich hoffe, das funktioniert trotzdem. Guter Vorstoß da jetzt. Das Tor doch. Ah, Mist. Sah durchaus nicht ungefährlich aus. Gut geklärt. So. Hast du jetzt auch mal ein bisschen weniger hier zu rennen und sowas, weil die Ausdauer geht von mir. Da könnte ich's machen. Ah, ich hätte den noch liegen lassen müssen. Egal. Die Ecke kommt rein. Da bekommen sie den Ball nicht raus. Das geht doch gar nicht, Kollege. Fast hinge. Ich glaube, das ist jemand, der so ein Spiel entscheiden kann. Was erwartest du? Einer der besten Spieler der Welt, gar keine Frage. Vor allem, wenn man sich ansieht, was der am Ball drückt. Könnte die Führung werden. Pfosten, immer noch gefährlich. Oh. Klasse geklärt. Jetzt könnte der Pass kommen. Aua. Oh, der hat den Ball. Kein Tor, es bleibt erstmal beim Unentschieden, weil das Alu was dagegen hat. Mein Gott. Mist. Boah, ich hätte den fast, hätte ich jetzt hier B gedrückt. Da oben, der fordert den Ball. Musiala. Okay, ich muss mich gerade kurz concentration. Noch ist die Lücke nicht da, aber vielleicht gelingt jetzt der Führungstreffer. Jetzt kommt der Mann. Gute Aktion vom Torhüter. Mist. Ich hätte den dann gekriegt, hätte ich jetzt hier nicht diesen komisches lebens etwas da. Na komm. Ganz energisch. Ah. Schlecht. Okay, komm, schieß. Vamanos. Da kommt die Ecke. Ah, halbherzig. Das ist nach wie vor gefährlich. Das war knapp. Ich glaube, das ist zu hoch. Okay, es ist auf jeden Fall schwieriger, merke ich. Aufs leere Tor. Er verliert dann zunächst den Ball, aber dann immerhin das Tor. Hallo, schieß zu mir. Ja, aber die Gefahr hat er natürlich selbst heraufbeschworen. Das war schon ein dicker Bock. Die Gastgeber geben hier aktuell eindeutig den Ton an, wenn wir uns die Ballbesitzstatistik anschauen. Und ich glaube, bei den Chancen, die sich die Mannschaft ja auch erarbeitet, ist das Führungstor nur noch eine Frage der Zeit. Viel Platz für den Konter jetzt. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Sie liegen vorne und schauen sie sich diesen Jubel an. Die Fans legen sich in den Armen, die Spieler legen sich in den Armen. So hatten sie sich das vorgestellt. Ja, da habe ich mein erstes Tor geschossen. Die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut. 1-0, let's go. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0.
Das hätte gefährlich werden können, aber abgewehrt. Oh, boah, schieß doch zu mir, du blöder Spieler. Ups. Alex Kral. Gute Aktion. Kurz vor dem Pausenpfiff liegen die Gäste hier knapp in Führung. Die machen ein gutes Spiel, sehr konzentriert, sehr engagiert, haben sich gut auf diese Aufgabe eingestellt. Ein Tor Führung, sie sind immer wieder schneller. Vor allem irgendwie ist hier gerade irgend so ein Kack-Symbol mit Codierung überlastet. Keine Ahnung warum. Mukoko. Musiala ist das. Diesen Ball und Gegner laufen, die Spieler sind einfach so sicher, da kannst du. Zwei Tore vorne, tolles Tor, wichtiges Tor. Jetzt darf er sich hier feiern lassen. Skow einfach zwei Tore schon geschossen. Geil. Was will er da machen? Der geht einfach vorbei, ein unfassbarer Zug. Durch die Beine durch. Den Treffer will er. 2-0 steht es hier, sie machen einen guten Eindruck. Ja. Kann klären auf Kosten dieses Einwurfs. Ah, das war eine gute Aktion. Das deutsche Team verliert den Ball. Boah, hier ist so eine blöde Taube auf meinem Dach. Nachspielzeit ist angezeigt. Es gibt noch eine Minute oben drauf. Okay, es ist Halbzeit. Muss mal kurz die Taube hier beseitigen. Einen Moment. So, die Taube ist beseitigt. So, weiter geht's. Okay, zweite Halbzeit. Diesmal spielen wir auch die zweite, würde ich sagen. Ne? Die zweite Hälfte läuft. Das war wichtig, dass er da an den Ball kommt. Mann. Ey. Gutes Tackling, gute Zweikampfführung. Er ist weiter am Ball. Abwehr tut sich schwer. Das könnte die Gelegenheit geben. Bam. Er hat Tor Nummer 3. Unfassbar. Wahnsinn! Gegen welche Mannschaft spielen wir eigentlich gerade? Das ist gar nicht. Tschechische Republik. Ah. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3-0. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Jetzt müssen wir genau hin. Batz. Das ist stark. 4 Tore sind sie nun vorne. Geiles Ding. Mit ihnen, was sie wollen. Und okay. Diese Führung ist doch mehr als deutlich. Machen Sie gut, Ball erstmal weg. Okay. Wird's. Die Chance hier. So, bam. 5 Tore schon. Ja, auf jeden Fall geil gespielt. Ne? Hier so, zack, und dann einmal rein da in die Ecke. Es ist kaum Platz da, aber er setzt sich trotzdem durch. Exzellent. Ganz bittere Nummer mittlerweile. Jetzt steht es 5-0. Ja, das war vorauszusehen tatsächlich. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Die Mitspieler kommen ihm zur Hilfe. Unwiderstehlich, der Ball läuft gut. Da haben sie die Chance. Was? Ohne Worte. Ey, 6 Tore gegen die Tschechische Republik, Alter. Let's go. Der trifft nahezu perfekt. Da gibt es kaum was auszusetzen. Ach, da gibt es nichts auszusetzen. Das war ein Kracher, unhaltbar. War ein geiles Tor. Auf jeden Fall. 6-0. Einbahnstraßenfußball ist das heute.
Die deutsche Mannschaft verliert den Ball. Sie bringen den hohen Ball. Schön. Das war gerade gar kein so schlechter Spielzug von denen. Einer der wichtigsten Gründe für diese klare Führung ist die Chance. Ah, oh, da könnte ich es machen. Bam. Interessant, wie ich den noch reingekriegt habe. Aber das will ich mir jetzt nochmal hier angucken. Wir schauen uns die Wiederholung noch mal an. Jetzt, zack, dann habe ich hier nochmal angehört und jetzt geschossen. Ne? Ah, der hat den noch berührt am Fuß, aber... nichts gehört. Heute, sie lassen wenig zu und sind selbst eiskalt vor dem Tor. Ja, ist abseits, das habe ich selber gesehen. Wir sehen es, beide Mannschaften wechseln. Okay. Viel Platz jetzt. Was? 8 Tore gegen diese Mannschaft, ey. Ich glaube, ich würde jetzt aber sagen, dass wir hier mal kurz auswechseln lassen. Denn sonst mache ich hier die ganze Zeit nur Tore. Ist ja auch langweilig, ne? So. Okay, 8. Ja. Gegen Viper wurde ich gewechselt. Alles klar. Let's go, let's go, let's go. So, jetzt gucken wir hier mal kurz weiter. Ey, wir sind hier gerade in der Mannschaft komplett auf grün. 9 Punkte haben wir. Ich weiß gerade gar nicht, wie viele Spiele es jetzt hier noch gibt. Ah, wir sind jetzt danach wieder in der Stuttgart-Mannschaft. Ne? Dann gibt es keine mehr, oder was? Ich glaube, dann gibt es gerade... Nee, das ist doch auch noch... Ach, nee. Okay, hier Dänemark. Und hier, das hier sind die... Hier bin ich wieder in Deutschland, genau. Ich habe da gerade Malle gelesen. Ups. Hey, hier ist Pokal gegen was denn? Egal. Okay. Also hier sind wir wieder in VfB Stuttgart drinne und hier noch nicht. Okay, also ein Spiel gibt es auch davor. Und dann erstmal nicht scheinbar. Okay. Gut. Geile Spiele. Wir gucken uns jetzt hier nochmal kurz die News an. Deutschland 8-0, Tschechien. Warum bin ich da nicht? Deutschland besiegt den Erzrivalen Tschechien in einem heiß umgekämpften Spiel mit 8-0. Ah, hier Glanzform. Hier bin ich. Stando ist derzeit in Bestform und ist sein Ruf mit einer Reihe herausragender Leistung mehr als gerecht geworden. Wenn er so weiterspielt, dann lohnt es sich, die Spiele von VfB Stuttgart anzusehen. Okay. Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut natürlich außerdem auf meinem Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert natürlich die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute. Euer Sunny. Ciao.